Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cooking Simulator hier aus Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen mal ganz kurz gucken, wie unser Thunfisch hier hinten sieht. Den geht es mir ganz gut hier. Aber mal ganz kurz den Spaten holen hier, damit ich das umdrehen kann. Und in der ganz kurzen Zeit zwischen Aufnahme aus und wieder an, gab es eine weitere Bestellung. Und zwar ein, da wollte man ein Dings haben, ein Borscht. Und das ist natürlich was, das können wir jetzt natürlich instant bedienen. Und das bringt uns halt eben einfach Zeit, wenn man dann die Suppen quasi schon instant einfach nehmen können, ne? So, nehmen wir hier den Tellerchen, ne? Dann gehen wir mal hier hin, wo wir den Teller abfüllen können irgendwo. Ach, naja. So, hier haben wir nämlich unseren Soup, unsere Borscht, ne? Tomatensuppe ist das hellrote, Borscht ist das dunkelrote. Und dann kippt man den da einfach rein. So, 301 Milliliter. Ich denke, das sollte reichen. So, brauchen wir dann noch irgendwas zum Borscht? Ne. Einfach serviere einen Borscht. Ist schön. So. Halt, nein, das ist ja erste Gericht des Tages, ne? Erste Gericht des Tages kriegt natürlich wieder ein Foto. Ach ne, das ist ja wieder ein langweiliges Foto. Naja gut, was willst du machen? So ist es halt, ne? So, unseren Thunfisch. So, machen wir schön nah dran hier. Und dann, ach, wir gucken mal in die Richtung, ne? Der Küche, dann sehen wir die Küche im Hintergrund mit. Dann wird es ein bisschen spannender. So. Gut, dann haben wir den ukrainischen Borscht fertig. Da freut sich bestimmt wieder der andere Gast, weil er sieht, Mensch, jetzt geht's, ich habe Erbel bestellt und krieg mein Essen nicht und der bestellt und mit mal hat er schon seine Suppe vor der Nase. So, wir haben nicht genügend Karotte, nicht genügend Onion und nicht genügend Parsley drin. Ne, too much. Hä? Hm. Okay. Das ist halt der persönliche Geschmack von ihm. Also einen Borscht richtig hinzukriegen, ist glaube ich gar nicht mal so einfach. So, jetzt müssen wir das Ding hier hurry-up-mäßig mal da runternehmen. So, das zweite Gericht des Tages wäre natürlich auch ein interessantes Foto gewesen. Ist jetzt auch fertig. Der wird uns aber leider im Grunde ein wenig den angebrannten Thunfisch übel nehmen. Was ist das für ein Bild? Achso. Oh, fast gar nicht. Also den haben wir ja. Ui, schön. Das gefällt mir. So, Grill Tuna Steak Technik Heating Mistake. Ja, das haben wir leider hingekriegt. Aber sonst mal gut. So, the food you serve was not that bad, just wait before it yelps over us. Ach, keine Ahnung. So, jetzt haben wir zwei Gerichte schon wieder hier, aber... Und dann müssen wir einmal dieses Beef Chunk gelöt wieder machen. Ich weiß gar nicht, wo mein Beef Chunk hin ist. Hatte ich da nicht noch irgendwo einen rumfliegen? Ich weiß es nicht. So, oder habe ich den hier rein? Ach, den habe ich hier reingelegt. Alles klar. Gut, also, vom Beef Chunk müssen wir jetzt zwei Scheiben abschneiden und die müssen wir grillen. Und dann müssen wir das mit den Kartoffeln hinkriegen. Ja, das ist gut. Das wird alles nicht so einfach. So, also erstmal hier Beef Chunk Scheiben. Eins, zwei. Hier haben wir das Problem ja natürlich immer mit dem, dass die sich nicht so gut hinlegen, ne? So. Kann ich dich jetzt einfach da draufschmeißen und legst du dich hin? Das ist schon mal schön. Warte mal, ich probiere es nochmal. Ja, legst du dich daneben. Gut. So, jetzt, da müssen wir nämlich noch gucken. Da ist nämlich ziemlich Sweet Bell Pepper. Jede Scheibe 2 Gramm übrigens. Also, ne, das waren schon mal 3. Dann war es Majoran. Oh, das ist ja dann das nächste, ne? Dass das dann immer so leidlich da bloß rauskommt. So, dann diese komischen Leaves. Ja, und das ist dann einmal in 3. Also ich klicke wirklich bis 2-mal, aber es kommen 3 Gramm raus. Ja, das ist auch so eine Sache. So, ist das hier Rosmarin? Ja. So. Was brauchen wir noch? Black Pepper brauchen wir noch. Nehmen wir den. So, und dann brauchen wir natürlich die Chili Flakes noch, ne? Ja. So. So. Dann brauchen wir die auf dem Grill. Gut. Hat sich auch hingelegt. Gut, dann haben wir das schon mal. So, dann machen wir hier, was brauchen wir dafür noch? Potato, gebackene Kartoffeln. Na gut, das geht ja schnell. Dann machen wir jetzt den Fisch erstmal fertig hier für das andere Gericht. Warte mal, was? Nee, da müssen wir Kartoffeln kochen für. Alles klar. Topf. Nee, nicht den Fisch da rein, sondern Kartoffeln. So, dann machen wir nämlich schnell die Boiled Potatoes fertig. Die dauern nämlich länger als der Fisch. So, dann hier. Moment, war wieder ein bisschen zu viel, aber naja. Wegen irgendwas muss man sich ja beschweren können.
So. So, zu die Tür. Das Ding aus. Die Pfanne müssen wir mal sauber machen. So. Dann müssen wir gucken, wie sieht es hier hinten mit dem gegrillten Zeug aus. Kann noch. Gut. Boiled-Tomaten sind da. Jetzt machen wir einen Thunfisch. Warte mal, was muss ich da nutzen? 5,5 und Sunflower 10 Millimeter. Alter, 10 Milliliter. 10 Milliliter. So. So, also 10 Milliliter hiervon, bitte. So, waren wieder 14. Das würde ich dann merken, dass es zu viel waren. Dann brauchen wir hier den Fisch. Mit 5,5. 5 Gramm hiervon. 5 Gramm hiervon. Sehr schön. Und dann rein in das Vergnügen. So. Dann ist das schon mal auch erledigt. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz, wie sieht es aus hier. Sehr gut. Den braucht man eine Weile. Ist die Kuriose die Anja. Dann müssen wir jetzt Kartoffeln schnibbeln. Und zwar 2 Stück. 1, 2. So. Das wird nicht mehr so schön gleichmäßig. Liegen gut nebeneinander, ne? Na egal. Hoppala. Muss da jetzt einer abhanden kommen oder so? Der unterm Brett gelandet? Riecht irgendwo eine Kartoffel hier rum? Ich sehe erstmal keine. Na gut. Keine Ahnung, was das war. 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung. Kartoffel ist weg. So. Hallo. So, wie sieht's hier aus? Sieht sehr gut aus. Wir sind bald fertig. Wie sieht's hier aus? Ach, hier haben wir nichts angemacht. Das ist natürlich nicht so gut. Sind wir noch in der Zeit? Oh, nur noch eine Minute für das Dings. Wie sieht die Kartoffeln aus? Eieiei, mehr als fertig. Gut. Wir müssen raus aus dem Wasser. Zack. Kartoffel, Kartoffel. Ja, der Fisch, der braucht noch ein bisschen. Kommt aber gleich. Bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Muss ich da noch irgendwas garnieren dran? Nee. Mist. Habe ich die Pfanne nicht angemacht? Ich habe gedacht, das ist noch an, ne? Aber ich glaube, ich habe es ausgemacht, wo ich den Topf mit den Kartoffeln draufgestellt habe. Ah. Naja, so ist das halt. Ne? Komm, mach hin. Brav du, mein kleines Kindchen. Wir haben keine Zeit mehr. So, auf den Punkt, würde ich sagen. Auf den Punkt. So, dann hin hier. Und abgegeben. Bah, 12 Sekunden vor der Zeit. Sehr gut. So, na gut. 4 Sterne. Da haben wir wieder... Ja, ich glaube, das war Pfeffer zu viel. Oder irgendwas ist da zu viel raufgepoltert, ne? Nicht genügend Salz, haben wir sogar zu viel. Heating Mistake Potatoes. Naja. Ah, das geht ja immer noch. So, dann gehen wir mal hier hinten hin. Gucken uns die Dinger an. Oh, die sind fertig. Die müssen auch runter. Jetzt muss ich so eine Entenbrustgeschichte noch machen. Aber ich mache jetzt erstmal das Gericht dort hinten fertig. Warte mal, die Kartoffeln, die sind... Oh, die sind aber schon schwarz. Ja, die können wir nochmal neu machen. Ach, Mann. Ach, komm hier, Heating Mistake. Mist. Bin egal, so. Oh Mann. So, der wird ja nicht begeistert sein, wenn er das hier sieht. Ja. Kartoffeln vergessen, wieder rauszunehmen. Naja, das ist alles. Das liegt alles mit der Pfanne zusammen, weil wir die Pfanne dort nicht richtig gemacht haben. Aber ich habe keine Zeit, mit ihm neue Kartoffeln zu machen. Eieieiei. Au, 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 au. Der ist nicht so begeistert. Ja. Also, das Gericht, da haben wir. Bis jetzt hat einer mal. Not enough, not enough, not enough. Rosmarin-Twix ist auch, fehlt auch komplett. Okay, also das Gericht, da kommen wir noch nicht klar drauf. Das kriegen wir noch nicht hin. Gut, dann müssen wir das jetzt mit der Ente machen hier. Da müssen wir auch nochmal genau nachgucken, wie das funktioniert. Ja, nun gehen wir nicht von Zerger hier.
So, 2 Liter Wasser, 5 Salz und so. Dann machen wir erstmal hier 2 Liter Wasser rein. So. Ich glaube, das muss ich beim nächsten Mal richtig präparieren schon. So, 2 Liter Wasser haben wir. Dann brauchen wir 5 Salz, 5 Pfeffer. 5 Salz, 5 Pfeffer. Und schon wieder 6. Wo ist das Salz hin? Hinten. Auch 6. Naja, das ist gleichmäßig falsch. So, dann brauchen wir die Duck Breast, 280 Gramm. Rein damit. Dann brauchen wir eine Karotte. Das ist keine Karotte. Müssen wir gleich wieder rausnehmen, da den Rettich. So. Der Rettich kann raus. Das kann dann angeheizt werden. So, das muss dann kochen erstmal. So, dann müssen wir jetzt die Pfanne hier mal ganz kurz entleeren. So. Da brauche ich jetzt Schrimps drin. 1, 2, 3, 4, 5. So. Achso, warte mal. Ich muss das mal aus. So, dann brauchen wir Clarified Butter. 30 Milliliter da drin. Ah, ein bisschen mehr. So, was für Gewürze kommen da ran? Da kommt 10 Gramm Pfeffer, 10 Gramm Salz kommen da noch ran. Wieder ein Gramm zu viel. So, und dann ist, ja, nee, doch, da haben wir noch. So, dann wird das hier gebacken, so. Und dann brauche ich bloß noch eine Lemon and Quarter. Lemon and Quarters. Zack. Ha. So. Dann ist sie nämlich auch gequartert. So. Das kocht dann noch, okay. So, die Chicken, also die Brust muss fertig sein da drin beim Kochen, das ist auch ganz wichtig. Den können wir mal zwischendurch hier ausleeren. Ja, einmal schön auf den Fußboden, ist ja egal. Oin. So. Die Shrimps sind durch. Gut, dann können wir jetzt das mit den Shrimps schnell fertig machen. Gucken zwischendurch, nee, wir brauchen ja die Deep Plate, ne? Die Plate. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal Shrimps raussammeln. Weiß nicht, ob es eine zu wenig ist. Dann müssen wir hier die Suppe darüber kippen. So. Und dann müssen wir natürlich. Ach, jetzt ist er schon. Geht ihm schon mit der Brust auf den Sack. So. War noch irgendwas an Garnitur dabei? Parsley Leaves 6 Gramm. Alles klar. 1, 2, 3. Ja, ich bin noch dabei. Mach mal keinen Stress hier. So. Abgabe. So, das ist schon mal gut geklappt. So, gut. Dann, hier die Enten. Oh, die Entenbrust ist schon ein bisschen übergar. Macht aber nichts. So, die müssen wir dann mal rausnehmen. So, dann die Suppe. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Pumpkin-Suppe auch noch. So, da müssen wir jetzt einen Streifen schneiden, hat er ja gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Schnitte. Da haben wir mal 3 Teile. So, dann brauchen wir einen Teller davon. Huch. 1, 2, 3 Stücke. Dazu dann die Suppe. Ja, 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 ja. Mach mich. Auch nicht schwach. So. So. Noch irgendwas, was da dazugehört? Nein. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Jetzt sind wir sowieso overtime-mäßig unterwegs. So. Ja, 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 das ist okay. Das ist okay, Overall Score. Nein, das wird nicht gerefunded. Also vom Geschmack her muss dir das sein, passen. Und gut.
Alles klar. Also, wir speichern hier an dieser Stelle und werden dann den großen Stress haben, wenn wir das nächste Mal anmachen. Müssen dann hier ziemlich schnell das Thunfischsteak hinten auf den Grill kriegen. Dann müssen wir den Pumpkin in den Topf kriegen und das alles vorbereiten, damit wir eine Pumpkin-Soup haben. Und dann gucken wir mal, wie was weiterläuft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis denn. Tschüss.